Bitte illustrieren Sie meine Worte wenigstens etwas musikalisch. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Was denn, was schütteln Sie denn mit dem Kopf? Sie haben wohl einen Schüttelfrost. Das ist doch der Anfang meines Liedes. Blödsinn sowas. Ich weiß nicht, was soll immer dieser elende Knarrenknopf. Jedes Mal, wenn ich das hohe Schiss singen will, da vermasselt er mir die Tour. Es ist auch besser, ich trage das Lied mit dramatischem Schmalz vor. Weiter. Dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, jetzt was Uraltes spielen. So ein Quatsch, ist denn das was Uraltes? Was? Ach so, Asbach uralt, ja. Das könnte ihm so passen. So war das schön, ja wie schön der die Großmutter hingelegt hat. Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl. Na passen Sie doch auf, kühle Luft. Ein Rad, jawohl, an dem Rad ist eine Schraube locker bei ihm. Die Luft ist kühl und es dunkelt. Es dunkelt. Ach nein, doch nicht die Klavierlampe auslöschen. Das ist ein falscher Irrtum. Sie sollen es musikalisch ausdrücken. So war das schön. Naja, Sie können es doch, wenn Sie wollen. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Herr Kapellmeister, kennt Sie das Rheinlied? Kommt rein, kommt rein, kommt rein, kommt rein in die gute Stube. Der Gipfel des Berges verfunkelt im Abendsonnenschein. Mensch, hören Sie doch auf, am Abend spielt man doch nicht Morgenrot. Ja, so war fein. Ich habe gleich mit dem ersten Vers angefangen, weil es sonst zu lange dauern würde. Und es geht weiter. Die schönste Jungfrau, bei der Jungfrau mit einem Dusch. Das ist was Seltenes. Aufhören, aufhören! Sie sind doch hier nicht zur Hochzeitsmusik engagiert. Die schönste der Jungfrauen sitzet. Dazu sitzet. Hören Sie, das hübsche Mädchen sitzt. Was muss die denn ausgefressen haben? Sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet. Und Sinn, das blitzt doch ganz anders. Nein doch, ihr Geschmeide flimmert, ist gemeint. Ihr goldenes Geschmeide flimmert. Nein, blitzet. Sie kämmt sich ihr goldenes. Ah, na golden wird's wohl nicht gewesen sein. Es war wahrscheinlich ein Rotwiener. Die hat sich mal die Haare eingefettet und hatte anstatt der Haarpomade die Putzpomade erwischt. Die kämmt es mit goldenem Kamme. Jawohl, da staunen sie wohl. Mit goldenem Kamme hat die sich gekämmt. Sie natürlich, sie kämmt sich mit der Wichsbürste und singt ein Lied dabei. Jetzt gerade, wo das Mädchen so schön singt, da machen sie wieder die Perlebiber rein. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Ach, unterbrechen Sie mich doch nicht immer. Hören Sie auf. Noch einmal eine passende, unpassende Melodie und ich nehme Ihnen das Klavier weg. Dem Schiffer im kleinen Schiffe. Nein, den Schiffer mit der kleinen Schiffe. Nein, doch. Den Fischer im kleinen Schiffe erfasst es mit wildem Weh. Jetzt was Wildes. Er schaut nicht die
Angriffe. Mensch, der macht doch keine Kellerarbeit, hören Sie auf. Der schwimmt doch in Wonne, im Glück, im Kahne und auf dem Wasser. Er schaut nur hinauf auf die Höhe. Das bringt mich doch ganz und gar aus dem Konzept. Das hat doch gar keinen Zweck. Ich glaube, die Wellen verschlingen. Tatsächlich, die Wellen verschlingen. Hören Sie, das wird auch nachher Wellfleisch. Na, mir soll es egal sein. Die Wellen verschlingen am Ende noch Büsche und Kohn. Nein, Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.